Also heute stellen wir den 28 Meter hohen Pylon für den neuen Salzachsteg Süd auf. Der wiegt 71 Tonnen und damit ist schon ein bedeutender Schritt gemacht worden zur Fertigstellung des Steges. Wir sind bis jetzt sehr gut im Bauplan, im Bauzeitplan. Auch das Hochwasser hat uns Gott sei Dank keine gravierende Zeitverzögerung beschert und wir gehen positiv davon aus, dass Ende Juni der Steg wirklich auch fertig sein wird. Die Pylone wurden in einer rautenförmigen Form zusammengesetzt aus 2 cm dickem Stahl und verjüngen sich zur Spitze hin. Es wird jetzt versucht, diese Pylone auf die Hülse raufzubringen, damit sie genau passen, und werden dann anschließend höhenmäßig eingemessen und eingerichtet. Wir sind natürlich durch das schöne Wetter der letzten Wochen sehr begünstigt. Wie gesagt, wir sind im Bauzeitplan und wir sind auch im vorgegebenen Kostenrahmen. Und wenn nichts mehr Gravierendes passiert, wird das auch so bleiben.